Und spürst du, wo es ist? Irgendwo da hinten, im Mittelpunkt dieser Wiesenfläche. Es ist nicht tief. Wir sollten nicht zu viel Zeit verlieren. Lass uns das gleich heute Abend machen. Wir werden Füchse und Isa dafür brauchen. Die sind stärker. Die könnten das Herz vorsichtig ausgraben. Wir dürfen bei unserem ersten Versuch nicht scheitern. Oder es endet fatal. Sie werden die komplette Fläche absuchen. Kein Quadratmeter bleibt ungescannt. Wenn Sie was finden, bringen Sie sofort die Bilder zu mir. Das kann doch nicht wahr sein. Der Fall ist eindeutig. Diese Kreatur scheint eine Bedrohung für uns Bewohner in Damville zu sein und muss umgehend entfernt werden. Es wird ausgegraben und gesprengt, heute Abend, mit der Verantwortung von Maurice Hatay. Es wäre am besten, wenn wir alle so früh wie möglich losziehen. Wir wissen, wo sich das Wissenhardt befindet. Ich werde das Herz vernichten und Nick wird uns beschützen, falls uns wer in die Quere kommt. Wenn ihr bis zum Herz gegraben habt, stecht ja nicht ein oder tretet nicht drauf. Wenn es anfängt auszurasten, kann man es nicht mehr so einfach aufhalten. Alles klar, nur eben eine Frage. Wie wollen wir das Ding vernichten? Mit diesem Messer hier. Ich werde dem Herz ins Fleisch stechen und den Psalm aussprechen, der im Buch stand. Es wäre am besten, wenn wir alle so früh wie möglich losziehen. Wir wissen, wo sich das Wissenhardt befindet. Ah, alles klar, verstehe. Ich weiß, das ist jetzt momentan sehr unwichtig, aber mich interessiert das wirklich. Wer seid ihr überhaupt und wo kommt ihr überhaupt her? Die Geschichte erzähle ich eher ungern, aber Nick und ich sind Geschwister. Als wir mit unseren Eltern an den See fahren wollten, haben wir ihnen aus Spaß kurz die Augen zugehalten. Sie wurden panisch und wir sind allesamt von der Brücke gestürzt. Dann sahen wir unseren Herrn. Er sagte, unsere Tat sei eine schlimme Sünde, aber er würde uns eine Chance geben, wenn wir ihm dienen und das Herz zerstören. Hätten wir abgelehnt, würden Nick und ich unsere Existenz verlieren. Oh. Tut mir echt leid zu hören. Klingt echt übel. Heute Abend werden wir diesen Dämon vernichten, bevor alles zu spät ist. Was da los? Wenn ihr schon keine Ahnung habt, dann hört lieber auf die, die es haben. In unserer Stadt soll auch unsere Meinung beteiligt sein. Oder Damville ist einfach nur eine miese Diktatur. Hä? Freakso, was machst du denn hier? Das ist jetzt unwichtig. Was ist hier los? Viele in Damville, die ein wenig Ahnung vom Risenheart haben, wollen die Leute davon abhalten, es zu sprengen. Die sollen von hier verschwinden. Wir wollen das Herz vernichten. Ach ja? Und wie willst du das anstellen? Mit den beiden hier. Mit Isa oder was? Fuck. Wo sind sie hin? Hey ihr beiden, geht zurück zu euren Eltern. Kinder haben hier erst recht nichts verloren. Hey, ich hab gesagt, du sollst hier bleiben. Nein, aufhören!
Moin, Chefchen! Na, bist du auch hier zum Protestieren? Hiermit bestätigt das Landgericht von Damble, dass Maurice Hatay eine Planung zur Sprengung des Herzens organisieren darf. Dieses miese Arschloch! Ich muss das sofort Freakso zeigen. Es ist vollkommen unbeschädigt, aber es hat aufgehört zu schlagen. Was zum... Game over. Wir haben uns doch so sehr auf dieses Picknick gefreut. Wieso musst du denn jetzt schon wieder zur Arbeit? Die Anlage muss komplett umgestellt werden. Die Leute brauchen jemanden mit Erfahrung dort. Bitte nicht weinen. Es tut mir leid. Aleona? Comment vous sentez-vous? Nos navons par ici. Nos deux parents. Adieu. Hey, yo, Freakso. Lies dir das mal durch. Was ist das? Das ist aus seinem Auto geflogen. Schau's dir mal an. Dieser elende Scheißkerl. Er hat uns verarscht. Ich werde ihn umbringen. Isa, ich klau mir dein Auto. Freakso, warte! Nick, ich geh mit ihm. Beschütz die anderen hier, falls sie durchkommen. Mach ich.
hast du vor? Ich werde zu ihm gehen und ihm den Arsch aufreißen. Darauf kann er sich verlassen. Also, wir verstecken uns hier jetzt vor unseren eigenen Dämonenkopien, oder was? Richtig. Mit normalen Waffen könnt ihr euch nicht wehren. Sie interagieren nicht mit nicht geweihten Gegenständen, solange sie es nicht selber wollen. Hier, nehmt das. Das ist Weihwasser. Ihr könnt es verdünnen und irgendeinen handlichen Gegenstand damit einreiben. Ansonsten habt ihr nichts, um euch gegen sie zu verteidigen. Haltet immer die Augen offen und überprüft regelmäßig eure Augen gegenseitig. Das nächste Mal, wenn du fährst, denk bitte daran, dass ich neben dir sitze. Maurice, komm raus, du alter Sack! Ich weiß, dass du da bist! Warum hat er sie davon abgehalten, mich umzubringen? Ich nehme an, es war deine gute Seite. Hä? Was soll denn der Kack? Es tut mir so leid. Thank you.